Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Präsentation eines Sonderpreises. Heute geht es um den Kokugyo Sonderpreis. Und der Kokugyo Sonderpreis ist, glaube ich, so alt wie die Shinkokai, ein ganz alter Preis. Kokugyo übersetzt sich ganz einfach mit dem nationalen Fisch. Koku ist die Heimat, das Land, und Gyo ist der Fisch. So wie Sie kennen vielleicht Wagyu, das Gyu ist das Rind, der Gyo ist der Fisch. Und Kokugyo Sonderpreis ist nichts anderes, dass man sagt, über alle Varietäten, von Kohaku angefangen bis zur letzten Tancho, also wenn man den Tancho ganz nach hinten setzt, sind unter allen Varietäten, wird in jeder Größenklasse der eine beste Koi ermittelt. Also die anderen Sonderpreise, die wir schon gezeigt hatten, da wurden ja immer verschiedene Varietäten zusammengefasst, und jetzt sagt man wirklich unabhängig von der Varietät, wir wollen den einen Champion aus jeder Größenklasse, und das ist der sogenannte Kokugyo-Preis. Und einen Kokugyo-Preis zu gewinnen, ich glaube, es ist einmal im Deutschen gelungen. Das ist wirklich ein absolutes Highlight. Jedem, dem das irgendwann mal in seinem Koi-Leben passieren sollte, der kann sich wirklich mehr als glücklich schätzen. Und sollte ein Koi einen Kokugyo gewinnen, kann er eigentlich auch davon ausgehen, dass sein Wert exorbitant innerhalb von wenigen Sekunden in die Höhe schnellt. Und dazu lade ich Sie jetzt ein, die Kokugyo-Sonderpreise mit mir zusammen zu betrachten, zu bewundern, und wünsche Ihnen dazu viel Spaß. Ja, fangen wir bei den Kokugyo bei 12 Bu an. Der ist so klein, dass man ihn nicht mal scharf stellen kann. Ist ein aufgeregter Kleine. Kleiner, wunderhübscher Yondan Kohaku. Danach gehen wir, müssen wir hier außen rum zu 15 Bu. Wieder Kohaku. Auch wunderhübsch. Dann gehen wir zu 20 Bu. Wieder Yondan Kohaku. Das scheint im Trend zu sein. Also es sind wirklich Fische wie gemalt. Aber täuschen Sie sich nicht. Die kleinen Racker können richtig, richtig teuer sein. 25 Bu. Wieder Kohaku. Kokugyo, wie gesagt, einer der ältesten Preise in Japan. Genrinshowa, sehr selten, dass ein Genrinshowa den Besten einer Größenklasse Kokugyo gewinnt. In 40 Bu haben wir wieder einen Kohaku. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. 30 Bu ist ein Sanke. Ich habe aber auch die Logik noch nicht kapiert. Doch, jetzt weiß ich es. 45 Bungoshki, also auch kein Gosanke. Genau aus diesem Grund hat man den Miyabi-Preis eingeführt, weil nicht jeder Kokugyo von einem Gosanke gewonnen wird. Das ist natürlich schon ein Schmuckstück. Wow. Bu haben wir einen Showa. Ja, so schön können Koi sein. Jetzt gehen wir zu 55 Bu. Dann haben wir wieder Kohaku. Auch 55 Bu. Ah, vergessen Sie das gerade. Das war der männliche. Jetzt kommen wir zum weiblichen. Ich habe mich gerade gewundert. Beide 55 Bu. Also das ist der weibliche Kokugyo. 55 Bu. Das ist der weibliche. Auf der Seite brauchst du gerade nicht zumachen, das sind die männlichen. Das ist 55 Bu, 60 Bu, weiblich. Kohaku wieder. Hier sind
65 Bu. Wieder Kohaku. Nonokoishi? Von Momotaro. Bu. Wieder Kohaku. Nonokoishi? Auch Momotaro. Ups. Momotaro hat zu jeder, ne? Auch Momotaro Kohaku. Es gibt hier stockenden Verkehr mit Stillstand. 75 Bu. Ein Sanke. Bu. Wieder Kohaku. Bu. Nochmal Kohaku. Der hat gerade keine Lust. Und auch die 90 Bu. Die größte Größenklasse geht an Kohaku und das war auch einer der Nominierten für den Grand Champion. Und ich sage Ihnen voraus, dieser Koi wird, wenn er denn wiederkommt, eines Tages Grand Champion der Shinkokai werden. So, als nächstes schauen wir, was sie machen. Jetzt haben wir die Kokugyo-Preise gesehen und vielen Dank für Ihr Interesse.